Ja, und wenn man so wie ich mit meinem Beruf als Sängerin durch die Gegend reist, dann hat man natürlich Interesse daran, was sind dort für Klänge, was könnte ich davon haben, machen. Und so habe ich mir gedacht, nehme ein indisches Lied und ich nehme ein Lied aus meinem Kulturgut, und zwar aus der klassischen europäischen Musik. Pergolesi Stabat Mater ist also eindeutig ein klassischer Gesang. Und beide Lieder verbindet etwas, nämlich dasselbe Thema. Es geht um das Weibliche, es geht um die göttliche Mutter, es geht um die Schöpfung. Und ich setze einfach beide Lieder nebeneinander und man möge einfach hören, wie dasselbe Thema einfach anders klingt. Und ich hatte die Idee, ich möchte ja gerne raus aus der Stadt, ich möchte gerne in die Berge. Und kaufte mir also so eine Art Rundreise und habe einen kleinen Rucksack mir gepackt und ein Südostasienbuch auf dem Flohmarkt dort erstanden auf Deutsch. Und so habe ich dann mein großes Gepäck eingeschlossen und bin mit kleinem Gepäck dann in den Norden von Thailand auf so eine Art Trekkingtour. Hier steht mein kleiner Rucksack und da wurden wir reingesetzt und dann ging es auf Abenteuertour. Da ich dort geschrieben habe, ich habe immer nach Hause geschrieben, einmal im Monat und geschrieben, was ich in diesem Monat erlebt habe und so sind meine Reisebriefe entstanden. Und sobald wir im Norden in den Bergen von Thailand ankamen, waren die Nächte empfindlich kalt. Von hier sollte es zu einer Trekkingtour gehen. Noch einmal wurde der Rucksack leichter gemacht und das Wärmste eingepackt, was ich hatte. Dazu kaufte ich mir eine Taschenlampe und dicke Socken. Aber auf dieser Tour waren wir 12 Leute. Alles Engländer und Amerikaner. Alle zwischen 21 und 25 Jahren alt. Unser Thai-Guide gab mir gleich den Namen Mammy und schulterte zu seinem auch noch meinen Rucksack. Und ich habe die Möglichkeit, nach Herzenslust zu singen. Spazieren gehen heißt einmal das Schiff von vorne bis hinten ablaufen und sich die Mütze vom Kopf wehen zu lassen. Meinen schönen Hut haben sich inzwischen wohl die Haie auf den Kopf gesetzt. Auch die Brille sollte man mit einem Kettchen an sich binden.
Die einzigen drei Termine des Tages sind die Essenszeiten. Den täglichen Aufenthalt im Fitnessraum habe ich mir selber vorgegeben, wie auch den Kontrollgang auf die Brücke zum Steuerhaus, um zu schauen, ob das Schiff auch den richtigen Kurs hält. Der schönste Platz ist ganz vorne auf dem Schiff. Dort hört man nur noch den Wind und das Wasser rauschen. Man kann sehen, dass die Erde rund ist. Und ringsherum begegnen sich der Himmel und das unwiderstehlich schöne blaue Meer. Wie gut, dass ich 11 Tage auf See hatte, um ungestört die Monate des Reisens verdauen zu können. Meine Idee, mich 9 Monate zurückzuziehen und wie in einer Schwangerschaft etwas in mir reifen zu lassen, habe ich verwirklicht. Ich bin gesund und munter und habe die Welt geschnuppert. Mit frohem Mut und dankbar für mein Leben kehre ich nun nach Hause zurück. Wenn man auf Reisen ist, dann wird man jeden Tag gefragt: What's your name? Where are you come from? Who are you? Wie heißt du? Wo kommst du her? Wer bist du? Wer bin ich?